meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren CSGO Overwatch auf Cash. Wunderschön grün. Mal gucken, was das Suspect so macht. Eben, kurz bevor ich die Aufnahme angefangen habe, stand da irgendwie die ganze Zeit rum und das wurde von alleine vorgespult. Ich weiß nicht, was das war, aber ja, es scheint alles im Moment zumindest noch normal zu sein. 2 Kills, 4 Tode, 8 Pünktelchen und es steht 3-3. Mal schauen. Mal schauen, was passiert. Ja. So. Er rasselt jetzt hier direkt mit seinem Kollegen rein in Main. Aim ziemlich standardmäßig rum, ne? Kann man machen. Hat er auf die AWP gewartet von seinem Mate? Geh du mal vor. Ich nehme dann deine AWP. Oh, das wäre ein gutes Timing gewesen eben beim Schmeißen. Ah, das ist ein Scout. Was soll ich jetzt? Es laggt ein bisschen, ne? Irgendwie ist es ein bisschen laggy. Aber jetzt geht's. Immer ist so komisch, was ich hingezuckelt. Könnte auch an der Demo liegen. Also bei mir ist nämlich alles knackig. Guck mal, wie die Nate fliegt in Zeitlupe. Was ist das? Macht er die Demo kaputt oder was, der Sack? Hä? War Bulldog überhaupt sichtbar? Der hat den doch eben durch die Dinge durchgeschossen, ohne dass... War der sichtbar? Ist die Kugel da drum rumgeflogen? Hat er die angedrallt oder wie angefälscht? Hat er die so... Hat er den Spin gegeben? Was war das? Ich hab's gar nicht richtig gesehen. Ich kann nicht zurückspulen. Ich hab's noch nicht mehr richtig gesehen. Ich hätte schwören können, der Gegner war noch hinter dem Ding gestanden. Aber scheinbar hat er ihn... Oh. Guck mal, der eine. Könnte auch ein Demo-Fehler sein, aber Nummer 9. Also, ich zeig euch mal mit der oberen linken Ecke. Der da, der ist eben gestorben, ist Ziel. Der macht scheinbar keine animierten Steps beim Laufen. Also doch, macht er, aber er schwebt einfach über... Er auch? Er schwebt einfach über den Boden. Das kann ein Anti-Aim sein. Pass mal auf, die Füßchen, die laufen. Wo ist das Ziel? War Ziel da schon dabei? Vielleicht habe ich mich auch verguckt. Ist Ziel das da vorne? Ziel ist das da vorne, okay. War dann mein Fehler oder er ist halt, keine Ahnung, wie rumgerutscht. Alles gut. Also bis auf den einen Schuss von gerade eben, spielt er ziemlich dödelig, ne? Er ist eher hinten und wartet ab. Ah, lässt sich die Waffen rumwerfen? Ne, das machen die Kollegen gerade. Octopus holt den zweiten Kill. Richtung B. Die Bombe ist auch mit auf B dabei und beide Cities verschieben schon auf B. Es ist nur noch eine A. Also wenn sie wirklich klug spielen, genau, dann sollten sie mal alle auf B rotieren. Bombe liegt auch schon. Oh, es sind glaube ich alle... Ah ne, jetzt sind alle T's auf B tot. Bombe wird defused. Das werden sie verkacken. Guck mal, die 6 guckt noch nicht mehr richtig. Oder ist für die... Ja. haben sie gut gemacht. Könnt ihr was erkennen bis jetzt? Ich würde sagen, den ersten Schuss... Den kann ich zumindest für mich... Für meine Consideration jetzt nicht werten, weil ich wirklich zu wenig davon mitbekommen habe. Auf, komm. Mach noch mal was. Keine Skins. Auffällig. Keine Skins am Start, aber das hat natürlich nichts zu heißen. Er geht da jetzt rechts. Komm. Mach noch mal so einen Schuss wie eben. Schieß hinter dich und triff ihn. Also er geht schon sehr stark mit, ne? Also er ist sich auf einmal sehr stark im Klaren, dass hier kein Feind mehr war. Ich habe jetzt nicht geachtet, ob er rechts von ihm im Main stand und den Gegner hier durchtingeln sah. Und eben auf der Map ihn auch aufgedeckt hat und er wusste, ah, okay, der ist verschoben. Oder ob einfach jemand angesagt hat, das weiß ich natürlich nicht. Aber er ist jetzt gerade ziemlich gut mit seinem Fadenkreuz, also nicht drauf, aber er ist schon mitgegangen. Ne? Kann aber auch an Infos gelegen haben. Da müssen wir mal die Augen drauf halten auf die Sache. Ja, das ist jetzt ein bisschen komisch, dass er halt da durchgehend drauf hasselt. Aber ist auch nicht, also ist jetzt nicht arg schlimm, ja. So, was kann man mal machen? Er stellt sich schon mal richtig hin. Aber, wie das aussieht. Also, wenn es hier einen Verdacht gäbe, dann würde ich hier eher mal, ja, also Richtung Vision so ein bisschen gehen. Der erste Schuss war zwar krass und man hätte da vielleicht auch einen Aimer vermuten können. Oder halt, wenn man in die Richtung gehen möchte, Richtung der Heck, dann so. Oh, das Ding war fast gar nicht drauf. Ich hoffe, das war nicht schlimm. Aber ja, also ich finde, es ist doch nichts Wirkliches vom Himmel gefallen an Beweisen, oder? Oder würdet ihr sagen, das ist doch klar, der Heck! Mach doch mal die Augen auf! Oh, Bulldog hat richtig genascht. Nice. Ich habe eben übrigens am nächsten Matchmaking rumgeschnibbelt, beziehungsweise, ja doch, eigentlich ist es ist ein Runboost, kein Tutorial, aber halt ein Video, wo wir einen Runboost gemacht haben, der sehr lustig abgelaufen ist.
Und ich dachte, ich mache das jetzt doch schnell vor dem heutigen Livestream um 18 Uhr. Aber das reicht nicht mehr. Da sind dann doch so viele Momente, in die ich lieber reinstecken möchte, dass ich das Ding lieber morgen bringe und dann nochmal richtig bearbeiten kann. Sonst wäre es jetzt zu knapp geworden. Ich hätte es jetzt eigentlich direkt rendern müssen. Es ist gerade 16.20 Uhr. Das wäre jetzt schon zu spät gewesen. Ich hätte es um 16 Uhr schon direkt rendern müssen, damit es gerade noch so bis 18 Uhr passt. Auf schlechten Einstellungen. Also von daher, ja. Lieber ein Overwatch mit einem Dackel, der dackelig spielt, als dass ich jetzt halt ein Video, das wirklich ja in höhere Qualitätssphären geraten könnte, runterdrücke aufgrund der Zeit. Ja. Das will ich nicht mehr machen. Mach dein Ding. Oh, hat er da so seinen Ellenbogen gezeigt oder was? Oder haben die Gegner an? Leute, habt ihr schon irgendwas? Habt ihr harte Beweise? Also wirklich steinharte Beweise. Er hat 3 Kills bis jetzt. Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Ich muss mein Streamdeck wieder belegen, dass ich live an mein Gesicht ranzoomen kann. Wisst ihr, weil das wird ja nicht bearbeitet, das Video. Dass ich so machen kann und das ist direkt drin. Das ist schon richtig, Mann. Muss ich unbedingt machen. Schreibe ich mir direkt auf. Alter, fast erstickt. Oh, buhu. Das war's schon. Schreibe ich mir das gleich nach dem Video auf. Okay, also da bin ich wirklich sehr gespannt, was ihr zu dem Fall schreibt. Ich werde jetzt dann mal drücken, was ich denke, was er hat oder auch nicht hat. Mir das Ding aufschreiben und dann den Stream vorbereiten. Der ist jetzt dann gleich um 18 Uhr. Während ihr das hier schaut, ist der Stream schon an. Vielen Dank für eure Likes, vielen Dank für die Kommentare. Ich freue mich sehr, dass ihr am Start seid. Ich kommentiere alle Kommentare, das wisst ihr ja. Deswegen sehe ich eben auch alles, was ihr schreibt. Es lohnt sich also auch, halt zu kommentieren. Es ist nicht so wie bei anderen, vielleicht deutlich größeren YouTubern, wo man halt schreibt und man weiß jetzt nicht so genau, ob das überhaupt gelesen wird. Ich lese und kommentiere zurück. Oder halt antworte in dem Fall. Nee, ich kommentiere den Kommentar eigentlich. Ja, so ist es richtig gesagt. Okay, gut. Leute, ihr seht schon im Hintergrund, mein Dödel ist komplett am Ausrasten. Deswegen machen wir jetzt den Tuck. Bis gleich.